Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum allerbesten Spiel, das jemals existiert hat, existiert und existieren wird. Gothic Definitive Edition. Meine Damen und Herren, ich halte mich da lieber raus. Ja, vielleicht habe ich das in der letzten Folge nicht so deutlich oder vielleicht ein bisschen zu undynamisch angekündigt, aber Erwache. Aber wenn wir schon sozusagen willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. So, während ich hier ein bisschen Sumpfkraut verkaufe, denke ich, kann ich ein bisschen willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Was gerade bei mir hier, so im Real Life wenn du mal wieder was loswerden so willst, komm zu ansteht. Mir. So, der nächste Kollege ist auch schon da. Na, hier, nee, genau, der. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben so wolltest. So sieht's aus. Du siehst so aus. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Als würdest kannst du einen jederzeit wiederkommen, Bruder. Bruder. Also. Ja, ich will euch einfach nur mal kurz erzählen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ja. Beziehungsweise eigentlich kann ich das sehr kurz ich zusammenfassen. Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was wieso loswerden willst, komm zu mir. Ich gerade auf YouTube und eigentlich genauso auch nicht nur auf YouTube, sondern auch beim Zocken allgemein sehr inaktiv bin. Steig. Ich habe gehört, du brauchst... Ich verschwinde. Ja, am besten für immer. Ich dachte, das wäre schon lange. Ach, sag mal. Warst du nicht derjenige, wenn du den meinst ich letztens geklatscht habe? Und zwar ohne der Novizenrüstung? Das hätte er auch selbst wissen können. Dieselbe Leier. Da muss man auch mal zuhören. Ja, da muss man auch mal... Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Ich habe eine Person kennengelernt. Ja. Und in der letzten Zeit verbringe ich viel mehr mit dieser Person Zeit. Und das ist eines der Gründe, wieso ich auf YouTube, nicht nur auf YouTube, sondern auch beim Zocken allgemein inaktiv. Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Nichtsdestotrotz versuche ich allerdings trotzdem, mein Gothic-Projekt zu beenden. Meinst du, mir geht es besser? Und euch. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Content. Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Zu unterhalten. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Außerdem, ja, der beste Content kann nur dann konsumiert werden mit einem besten Getränk. Kannst du mal zur Seite gehen, bitte, Butch? Ich will hier gerade was braten, gell? Mein Gott. Ist das wirklich wahr? Hi, wer bist du? Das geht dich an, Trecker. Deine Fresse gefällt mir nicht. Waffe weg! Ein Kampf! Ja, noch! Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Warum reißt du mich aus den Träumen? Du meinst, man darf auch nicht alles glauben, was man will. Aber überrascht schon sein. Muss immer nicht wieder dieselbe Leier. Also lieber, hat mir gerade irgendein Wichser in den Arsch geschossen? Kann schon sein. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Das will doch keiner wissen. Wahrscheinlich ist er nicht mehr auf das Gefahr. Du warst gut, aber nicht gut genug. Das Stück Scheiße.
Grüße. Muss ich jetzt tatsächlich hier das... Regeneriert die Gesundheit vollständig. Ich werde mich da nicht einmischen. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Erzähl mir, ein guter Kampf, kenne sowas. Aber jetzt ist gut. Da muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Es wird nicht so interessant. Ich komme da trotzdem nicht ran, Alter. Ja, auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Ich, zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Genau, ich habe eine Person kennengelernt. Klar, hier sind 10 Ernst. Verbringe ich halt in der letzten Zeit. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Und das ist halt eines der Gründe, wieso ich in YouTube, so wie auch beim Zocken allgemein, inaktiv geworden bin. Allerdings versuche ich trotzdem Zeit zu finden und... Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Ein Gothic-Projekt. Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Des Weiteren, also weitere Gründe dafür sind zum Beispiel, dass ich... Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich statt nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, beim Zocken Bruder. Zu verbringen, ja, zum einen auch mit... einer Person verbringe, aber auch zum anderen. Ich habe jetzt. Der Typ war echt gut, gell? Der hat mich fast gekillt. Aber wisst ihr was? Ich muss mir mal die Aufnahme wieder anschauen. Also diese Aufnahme. Und dann muss ich mal darauf achten, ob mir beim Kampf nicht zufälligerweise dieser Wetsch oder dieser Bandit hier in den Arsch geschossen hat. Das hat sich so angefühlt, also entweder war der so krass oder ich wurde tatsächlich irgendwie von hinten angeschossen. So, wir verkaufen mal kurz alles Mögliche, was 10 Herz angeht. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Nur die, den besten Stoff. Ich verschwinde. Keine Ahnung, sag du es. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Er weiß ja nicht, irgendwo hier haben wir den Bruce zum Leben erweckt, gell? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch mal bekannt. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Du siehst genau aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Des Weiteren, meine Damen und Herren, hat sich bei mir hast auch du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Gameplay-mäßig etwas geändert. Ja, statt ich wundere mich vor einem, ja, statt, ich sag mal, fast useless ein Computerspiel zu spielen, spiele ich nun Schach. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut hast. Beziehungsweise nicht so aktiv, aber ich versuche ungefähr einmal pro Woche, ich nehme einen Stängel für 10 genau, einmal pro Woche Schach zu spielen und ja, so ein bisschen, wisst ihr, mich dazu zu zwingen. Schach machen wir natürlich nicht so viel Spaß wie zum Beispiel Gothic oder Desert Strike, aber ich denke, das ist bei allen Dingen im Leben so. Wenn du etwas anfängst, was du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Neu ist. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Vielleicht kennt ihr. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Vielleicht kennt ihr den das Sprichwort: Aller Anfang ist schwer. Und genauso ist es bei Schach auch. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Das ist doch ein geiles Geschäft hier, ne? Na, was sagst du da? Dazu, Booster. Hey du. Wie wär's mit deiner Auffrischimpfung? Mach's gut. Mach's besser. Immer wieder dieselben. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Ich habe mir halt gedacht, kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Wenn das Zocken, ja, das Zocken, das Computerspielen eines Tages komplett entfällt, dann muss ich diese Zeit, die ich normalerweise beim Zocken verbracht habe, mit etwas ersetzen. Ein sehr gutes Beispiel. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was?
Alternative. Ja, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Ist natürlich Sport. Und glaub mir, in Sport hat sich bei mir auch etwas geändert. Ja, ich habe mich nämlich beim Boxen / Kickboxen angemeldet. Und warum stört? Geh zur Seite! Und ich wollte mich eigentlich, ich hatte mir eigentlich zunächst Gedanken gemacht, ob ich mich nicht beim Fitness anmelden sollte. Aber wisst ihr was? Ich habe mir das Ganze so gedacht, Fitness, ja, wenn ihr wisst, wie die Übungen funktionieren, dann könnt hast du ihr noch mehr von dem Zeug? Auch zu Hause jede Menge. Euer eigenes Fitnessstudio einrichten. Bis später. Ich zum Beispiel gehe in den Wald. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du und was? Im Wald. Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Und im Wald befindet sich bei mir mein kostenloses 24 Stunden am Tag geöffnet. Lass uns erst mal geöffnetes Fitnessstudio. Alles, was es braucht, ist nur Wille und Zeit. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Kann ich da mal vorbei? Na, alles klar? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Sturzbetrunken. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier. 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt perfekt. Bescheid. Lass mich vorbei. Schon sein. Was hätte ich dir vorher sagen können? Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann die Bratpfanne nicht benutzen. Wieso? Hey du. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Der Typ sieht genauso aus. Gib mir was für 10 Erz. Genauso aus frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Keine Sorge, ist gleich vorbei, meine Freunde. Hey du. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her, wie die Hasen. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Erstmal abwarten, was draus wird. Die sind alle gerannt wie die Hasen. Ich glaube, da oben ist ich noch welche. Ich kann das nicht mehr hören. Was anderes kommt, dass sich daran was ändern wird. Und dann haben wir sehr guten Profit gemacht, meine Freunde. Grund. Das interessiert mich nicht. Und willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier. 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß auch Bescheid, dass du Cheats verwendest. Na, Freunde, wollten wir uns gerade gegenseitig eine... Das hätte er auch selbst wissen können. Ihr wisst Bescheid. Braucht hier jemand, meine Freunde? So, genau. Ich versuche mich gerade durch Zwang, ja, wenn man irgendwelche neue Dinge im Leben zu seiner Gewohnheit hinzufügen möchte, dann hat wahrscheinlich jeder eine andere Strategie dazu, aber bei mir ist es ganz simpel. Ich persönlich finde, dass
damit man eine Gewohnheit in sein Leben hineintegrieren kann, muss diese Gewohnheit zunächst zu Beginn erzwungen werden. Hey du. Na komm, während des Trainings kann man ja rauchen. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier. 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Und ich finde auch ebenso, ich möchte auch gleichzeitig eine Weisheit mit euch teilen. Willst du ich finde, etwas diese Sumpfkraut? Weisheit ist gar nicht mal so schlecht. Gib her. Hier. 10 Erz. Letztens habe ich wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Habe ich nämlich im Internet gelesen. Ja, ich versuche das Ganze euch mal zu zitieren. Einen Moment. Mach's gut. Mach's besser. Wir entscheiden nicht über unser Leben, beziehungsweise ja, irgendwie so. Der wichtige Part war, wir entscheiden unsere Gewohnheiten. Und unsere Gewohnheiten machen unser Leben. Machen uns zu dem, was wir sind. So. Das ist eine schlimme Sache. Kann schon sein. Möglich ist alles. Es kommt nur auf die Kraft der Geschichte. Also komm mir nicht zu fast dran. Man erzählt sich ja so einiges. Hier, nimm einen. Ich verkaufe hier mal welche, ja? Das ist klar. Das mit hier, nimm einen, das war gestern. Ciao. Na, mein Freund. Aber schon gesündigt. Zeig mir, was du hast. Hier! Guck mal, der hat ja 200 Erz, ne? Warte mal. Kann ich hier nichts klauen oder sowas? Weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Vielleicht jetzt? Man muss eben aufpassen. Nicht besonders schlimm. Erwache! Zeig mir, was du hast. Hier! Ich glaube, du bist hier an Bier interessiert, oder? Hier. Wo war das? Oder was haben wir denn alles? Sumpfkraut können wir... verdammt, das hätte ich doch zu den Banditen in den Bergen auch bringen können. Hier was mit Stark. Das mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Alles klar. Du bist doch hier der Betrunkene. Das mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Was trinkst das mal. Du eigentlich? Den Ramsch brauche ich nicht. Wein? Das mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Wasser? Das mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Was kann man mit dir denn überhaupt haben? Lass mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Könnte schon sein. Solange ich damit nichts zu tun habe. Zieht euch das rein. Wir hatten, glaube ich, irgendetwas mit 1600 irgendetwas Erz. Und jetzt haben wir allein durch Sumpfkraut verkaufen fast 300. Lass mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Lass mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Weißt du was? Eigentlich hätte ich voll Bock, die 200 Erz dir abzunehmen. Das mal. Den Ramsch brauche ich nicht. Aber wir sind ja freundlich, ne? Zu unseren Brüdern vor allem. Ja. Geld ist nicht alles. Aber alles braucht Geld. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Boah, geil. Hammergeil. Richtig nice. Die besten Blu-rays hier. So, warte mal. Hier, Cypher. War doch klar, dass das Ärger gibt. Lass uns. Was willst du haben? Jetzt mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es kommt. Braucht hier irgendjemand, meine Freunde? Das hätte er doch besser sehen müssen. Vermutlich oben stehen welche. Von denen wir das letzte Erz abknüpfen könnten. Nee, doch nicht, okay. War doch klar, dass das. Hey du! Ach, das sind die Boys, die ich wahrscheinlich da hinten bei dem Balldingens am Lagerfeuer getroffen habe, als die an mir vorbeigegangen sind. Okay, meine Freunde, auf jeden Fall. Genau, und deshalb habe ich mir gedacht, was könnte ich spielen, was mir eventuell Spaß machen könnte,
und was gleichzeitig irgendeinen Sinn hat. Und da bin ich auf Schach gestoßen, denn Schach, und davon bin ich überzeugt, ist vermutlich von allen Spielen, die es auf der Welt so gibt, so von der Sinnhaftigkeit, wahrscheinlich das beste Spiel. Ja, das trainiert euer... Was? Was ist das? Achso, okay. Das trainiert euer Gehirn. Ihr müsst strategisch denken. Das Spiel ist sehr gut gebalanced. Ja, nicht so wie StarCraft 2 zum Beispiel. Aber behalt's für dich. Und... Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Ich möchte mich dazu zwingen, erstmal, ja, durch Zwang Schach zu spielen. Vielleicht komme ich eines Tages an einen Moment, wo ich dann Schach genieße und Zwang, ja, Disziplin, etwas regelmäßig zu machen, dann in die Gewohnheit übergeht. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Könnte sein. Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Bruder. Olum. Moruk. Oder wie, was war denn nochmal? Olum heißt doch sowas wie Junge, oder? Willst du etwas Sumpfkraut? Und ich Moruk, geb dir 10 Erz dafür. Hier. Ich glaube, das ist was Schlimmes. Wenn du mal oder? Wieder was loswerden Sorry. Willst, komm zu mir. Sorry, falls es was Schlimmes ist, ja. Ich kenne aber noch etwas, das ist aber nicht türkisch, sondern das ist, ich glaube, arabisch. Also ich meine, Salam Aleikum kennt ihr alle. Aleikum Salam. Und dann gibt es noch etwas sehr Schönes. Alhamdulillah. Ich weiß nicht mehr. Falls ich es falsch ausgesprochen habe, tut mir leid. Ich, ja. Okay. Es heißt aber, glaube ich, soweit ich weiß, sowas wie... Gott sei Dank oder Gott sei Dank, glaube ich, oder? Ja, ich weiß es leider nicht mehr. Also, auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe Schach in mein Leben hinein integriert. Im Jahr 2023 habe ich eine Person kennengelernt, mit der ich jetzt sehr viel Zeit verbringe. Und eventuell, was heißt eventuell? Zukünftig auch sehr viel Zeit verbringen werde. Und außerdem, sportlich hat sich bei mir auch etwas geändert. Nämlich, ich habe mich bei einer guten, ja, möchte ich auch an der Stelle betonen, Kampfsportschule angemeldet. Schwerpunkte dort sind Boxen und Kickboxen. Das Interessante ist, also ich muss schon sagen, es ist schon teurer als Fitness. Aber ich finde, eine Kampfsportschule gibt dir etwas, was ein Fitnessstudio dir nicht hergeben kann. Und das ist Sparring, meine Freunde. Interaktionen mit einer anderen Person. So, mein Freund. Warte mal. Hier, nimm dieses Sumpfkraut. 125 Gegenstände erhalten. Komm, geh zur Seite! Möchtest du etwas dagegen tun? Oder soll ich mich gleich... Genau, so sieht's aus. Vor Angst in die Hose gekackt und eingefroren. So, genau.
Ich meine, Fitness kann ich eigentlich auch im Wald mache ich bereits im Wald alleine. Also so Klimmzüge, Dips, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht mache ich alles schon. Aber wisst ihr, so Technik. Ja. Interaktionen mit anderen Personen. Das, meine Freunde, das fehlt mir. Und deswegen gebe ich lieber Geld aus, wo mir etwas beigebracht wird. In Sachen mentale Stärke, Disziplin, Respekt. Falls es in einem Ernstfall zu etwas kommt, damit ich Bescheid weiß, wie ich mich verteidigen kann. Wisst ihr? Wenn du meinst. Und damit ich mich verteidigen kann und, ja, eventuell, ihr wisst, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber ich möchte natürlich nicht in die Kampf... Ich habe mich nicht in die Kampf... Möchte ich nur mal kurz betonen. Ja, nicht, dass ihr das hier falsch versteht. Ich habe mich nicht hier in die Kampfsportschule angemeldet, weil ich irgendwie die Leute auf der Straße zerfetzen möchte oder so ein Scheiß. Nee. Ich habe mich angemeldet, weil ich mich einfach... Weil ich mich selbst, falls es zu einer Konfliktsituation kommen sollte, dass ich in der Lage bin, mich selbst zu verteidigen. Und dass ich in der Lage bin, meine Familie zu verteidigen, meine Freundin, meine Ehefrau. Ja. Und dazu, denke ich, ist eine Kampfsportschule sehr gut geeignet. Und ich wollte noch irgendetwas sagen, aber irgendwie ist mir das entgangen. Müssen wir das alte Lager besuchen? Oder ja, es bleibt uns nur noch diese eine Quest übrig. Ich habe eine weitere Aufgabe von Miradarion bekommen. Er vermisst ein Rezept zur Herstellung von magischen Tränken. Bin mir nicht sicher, woher ich das... Keine Hinweise, gar nichts. Vielleicht trifft mich ja der Blitz beim Scheißen und ich weiß die Lösung aus dem Nichts. Ja. Ich meine, da war echt gar nichts. Merdarium. Ich muss also einfach mal durch die Map durchgehen. Alter, was? Wir haben schon 41 Tage gespielt. Holy shit. Ich meine, ich muss hier einfach nur durch die Map latschen und irgendwo per Zufall mal hier unter dem Stein oder hinter einem Baum das Rezept entdecken. Ja, so sieht das Ganze aus. Genau. Thema Kampfsport. Ich möchte mich einfach nur selbst verteidigen, meine Freunde. Und ja. Also, ja, ich würde sagen, also ich meine, das Einzige, was uns jetzt übrig bleibt, ist jetzt ins Sumpflager zu gehen, da auf die Nacht zu warten und dann eines Tages, beziehungsweise eines, ja, wir können ja vielleicht gegen Ende der Folge hier ein paar Snapper klatschen. Wartet mal, wir haben ja hier von Dingens, von Butch eine Waffe bekommen, gell? Stahlgeflecht. Wo finde ich eine bessere Waffe, meine Freunde? Ich bin schon mittlerweile Templer, aber trotzdem ist da gar nichts mit neuer Waffe. Ich glaube, ich bin in der Lage, es mit zwei Snappern mittlerweile aufzunehmen. Oder? Warte mal, ich pull mal rein. Oh, my God.
zu, mein Gott, Alter. Was soll denn dieses Wort, Alter? Ja, ich mag es einfach nicht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich möchte. Obwohl ich eigentlich das Befehl dazu gebe. Also jetzt nicht irgendwie im Real Life oder so, aber ja. Ja, komm, machen wir mal kurz. Wow. Aha. Alter, willst du mich verarschen? Kommt der rüber oder was? Warte mal. Aber wenn wir schon dabei sind, dann können wir das Positioning ausnutzen, ne? Seht hier. Die Pfeile machen ja echt kein Damage. Wir haben übrigens 10 Lernpunkte bekommen, meine Freunde. Und es ist irgendwann mal an der Zeit zu überlegen, wo ich diese Lernpunkte hinein investieren werde. Übrigens, wir haben einen neuen Bogen aufgehoben von Butch. Okay, das dauert ein bisschen. Aha. Oh, da sind ziemlich viele Snapper am Start. Aha, mhm. Oh, da unten sind auch welche. Okay. Upsala. Upsala. Tat das weh, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen das noch kurz mal. Oh, warte mal. Ich glaube, die werden mich gleich umrunden und gleich auf mich irgendwo von unten zukommen. Ja, die Snapper. Oh, da sind sie, Alter. Wie schlau ich bin und wie schlau die Snapper sind, ne? Hinstellen. Also meine Vorräte gehen langsam aus. Ich muss tatsächlich irgendwann mal kochen erlernen oder sowas. Vielleicht werde ich mal kurz. Also ich denke, es ist okay für euch. Also dadurch, dass ich eventuell weniger Zeit zum Zocken habe, werde ich versuchen, vielleicht die Folgen ein bisschen länger zu gestalten, sodass ihr dann auch ein bisschen mehr Content habt.
Okay, ich laufe noch mal kurz rein, danach werde ich auch die Folge beenden. Oh, okay. Hier muss noch irgendwo ein Snapper sein, der heruntergefallen ist und kaum Leben hat. Ah, beide sind voll. Okay. Okay, die Snapper werden wir mal kurz. Ah, das gibt ja richtig ordentlich XP. Aber die machen auch richtig gutes Damage. Trotz meiner Templer-Rüstung. So, was haben wir denn hier? Eigentlich nicht viel. So wie es aussieht. Gar nichts hier. Was? Ein Schlüssel? Dieser Schlüssel stammt aus einer Höhle vor der Klosterruine. Silber ist gut. Und der Schlüssel, den lassen wir mal so stehen, denn ich habe keine Ahnung, wofür der ist. Okay, meine Freunde, würde ich sagen, das ist ein perfekter Ort zum Speichern. Ich werde ganz kurz halten, ich brauche echt Tränke. So, ein Apfel und dann irgendwie so ein paar Höhlenpilze oder sowas. Hier, genau. Zack. So, ich speichere ab auf Bewegung ist Leben. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist für euch okay, dass ich ein bisschen seltener online komme oder beziehungsweise auf YouTube Videos veröffentliche. Aber ich verspreche euch, wenn ich in der Lage bin, Zeit zu finden dazu, dann mache ich das auch. Das Projekt Gothic möchte ich auf jeden Fall eines Tages zu Ende bringen und Desert Strike Videos möchte ich ebenso von Zeit zu Zeit casten. Also Replays casten oder eventuell auch Realtime-Spiele aufnehmen. Meine Freunde, bleibt gesund, füttert eure Gedanken mit Positivität und ernährt euch abwechslungsreich. Denn ihr seid, was ihr denkt und was ihr isst. Und ebenso, vielleicht kann ich euch irgendwie zum Abschluss was Schönes vorlesen. Auf Englisch, aber... Ich meine, heutzutage versteht ja jeder auf Englisch. A wise man once said, don't be afraid to start over again. This time you're not starting from a scratch. You're starting from experience. Und damit, meine Freunde, die Weisheit am... Die Lektüre ist abgeschlossen. Ihr dürft nach Hause gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.